Das Intervallfasten ist in aller Munde, ob es in der Brigitte oder in sonstigen Frauenzeitschriften ist, wo es um Abnehmtipps geht oder im Fernsehen bei irgendwelchen Gesundheitssendungen. Aber was hat es mit diesem Intervallfasten auf sich und ist das ein Schlüssel, den wir nutzen können, um erfolgreich nach einer Fettabsaugung noch mehr Gewichtsverlust zu generieren? Darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Beim Versuch abzunehmen, kommen viele Menschen immer wieder an ihre Limits. Und am Ende des Tages finden sich diese Patienten und Patientinnen auch bei uns in der Sprechstunde wieder und fragen nach der Option der Fettabsaugung. Aber die Fettabsaugung als solches ist nicht ein einziges Instrument, um Gewicht zu verlieren. Mein Name ist Professor Dr. Sinus, ich bin dein Plastic Surgery Coach und wir wollen heute in diesem Video die Kombination und den Bogen schließen zur Intervallfastenmethode, um das Ergebnis der Fettabsaugung im weiteren Verlauf zu intensivieren und noch mehr Gewichtsverlust zu erreichen. Beim Intervallfasten geht es darum, dass wir den Körper dadurch, dass wir Nahrungskarenz einhalten, also überhaupt nichts zu uns nehmen, in einen Bereich hineinschieben, wo ein besonderer Stoffwechsel in den Zellen stattfindet. Wie erreicht man das? Das erreicht man, indem man ein gewisses Schema etabliert, je nachdem, wie ihr in euren Tagesabläufen gestrickt seid und wie ihr das umsetzen könnt, dass man beispielsweise 12 Stunden lang gar nichts isst oder sogar 14, 16 Stunden nichts isst, das also folgenden Prozess dann verursacht, nämlich, wenn ihr nichts zu euch nehmt, hat der Körper Ruhe. Und diese Ruhe ist erstmal sehr wichtig, weil der Körper arbeitet. Und in dieser Zeit passiert Folgendes, die Zellen reinigen sich. Der ganze Schlunz, der ganze Dreck, alles, was wir so als Debris bezeichnen, was in verschiedenen kleinen Stationen in den Zellen vorhanden ist, wird gefressen und verdaut und kommt weg. So, das ist der Prozess der sogenannten Autophagie. Und dieser Prozess der Autophagie ist nicht nur hilfreich, damit wir Gewicht verlieren, das erkläre ich gleich noch, wie das geht, sondern er ist auch hilfreich für ein längeres Leben. Es werden Gene aktiviert in eurer DNA, die zum Beispiel auch aktiviert werden beim Sport. Da geht es um verschiedene ATPasen und solche Geschichten. Und diese Kreisläufe, die da aktiviert werden, die führen tatsächlich dazu, dass Menschen länger leben. Das heißt, ein bisschen Hunger zu haben, ist nicht schlecht. Und wer auch hungert in seinem Leben und sich nicht abmagert dabei, ne? Nicht vergessen, wir reden jetzt hier nicht von krankhaften Essensverhalten, wir reden jetzt nicht von Essstörungen, sondern wir reden von einer gesunden Art und Weise, sein Essen zu planen und eben nicht die vielen kleinen Zwischenmahlzeiten zu essen, so wie das irgendwie vor 20 Jahren noch erzählt wurde. Das ist definitiv falsch. Aber jetzt kommen wir zu der Fettabsaugung und schlagen unseren Bogen zu all unseren Fettabsaugungspatientinnen und Patienten, denen wir empfehlen, dass sie im Rahmen des Intervallfastens nach der Fettabsaugung bessere Effekte erzielen können. Wie hängt das zusammen? Es hängt mit Folgendem zusammen. Stellt euch vor, ihr durchlauft eine Fettabsaugung. Und wir haben ja sehr, sehr häufig auch Patientinnen und Patienten, die tatsächlich mit dem Ziel zu uns kommen, Gewicht zu verlieren. Das ist eine Indikation, die es früher so für die Fettabsaugung nicht gab. Früher war es tatsächlich so bei der Fettabsaugung, dass man gesagt hat, Indikation Fettabsaugung, also Zielsetzung Fettabsaugung ist zum Beispiel ein Liposculpting oder kleinere Depots abzusaugen. Stellt euch vor, ihr kommt übergewichtig in die Sprechstunde und sagt, ich habe schon alles ausprobiert, die Alternative wäre jetzt für mich ein Magenbypass, Schlauchmagen oder weiß der Geier was. Dann würde man an dieser Stelle sagen, es hat ein gewisses Risiko, das Risiko der Fettabsaugung hat ein geringeres Risiko, also können wir beides abwägen und im Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin beispielsweise die Fettabsaugung dann auch empfehlen, aber tatsächlich nur dann, wenn die Patientinnen und Patienten kooperieren und auch sich tatsächlich vornehmen, die Verhaltensfehler, was das Essen anbetrifft, aus der Vergangenheit nicht in die Zeit nach der Fettabsaugung mit reinzunehmen. Das ist eine. Deswegen setzen wir voraus, dass die Patientinnen und Patienten, wenn es um diese High-Volume-Liposuktion oder XXL-Fettabsaugung geht, sich auch vorher belesen haben. Bücher dazu haben wir in der Vergangenheit schon empfohlen im Rahmen unseres XXL-Fettabsaugungsvideos. Auch dazu nochmal der Link oben am Rand in diesem Video. So, wenn ihr euch habt operieren lassen, habt ihr idealerweise von uns nicht nur die Buchempfehlung bekommen, sondern ihr habt auch ein Handout, ein kleines Papierchen bekommen, wo drauf steht, wie ihr euch nach der Fettabsaugung ernähren sollt. Warum machen wir das? Nicht um euch zu ärgern, sondern weil wir das Ganze als ganzheitliches Konzept betrachten. Wir können nicht Fett absaugen und erwarten, dass man damit Gewicht reduziert und auf der anderen Seite wird das Verhalten mit Gummibärchen, Pizza und was auch immer so auf dem Nutri-Score irgendwie ganz, ganz schlecht wäre, weiterhin unterstützen. Das macht keinen Sinn. Solche Patientinnen und Patienten operieren wir auch nicht.
Sinnvoll ist es, dann tatsächlich diese Fehler zu korrigieren. In der Regel ist das zu viel Zucker. Und sinnvoll ist es auch, dann beispielsweise Verhaltensmuster wie zu wenig Bewegung etc. auch zu korrigieren. Und jetzt kommen wir zum Intervallfasten. Wenn wir durch die Fettabsaugung den Stoffwechselbedarf im Körper massiv gesteigert haben, dann heißt das, dass ein Hungergefühl auftritt. Das ist ein ganz normales Zeichen dafür, dass der Körper was verbrennen möchte. Er möchte also die Kalorien verbrauchen, die er für die Erholung nach einer massiven Fettabsaugung zur Verfügung stellen muss. Und diese Kalorien sollt ihr zuführen. Und das tut ihr im Rahmen des Intervallfastens nicht. Und damit kommen zwei Effekte auf. Erstens, ihr habt schon mal einen gesteigerten Metabolismus. Vergesst nicht, durch viele, viele, viele zahlreiche schlechte Diäten wird euer Metabolismus, euer Stoffwechsel irgendwie auf Winterruhe runtergefahren. So wie wenn ihr irgendwie der Grizzlybär auf dem Berg wärt und ihr wollt schlafen gehen, um den Winterschlaf zu fahren. Der fährt seinen Metabolismus runter. Ihr fahrt euren Metabolismus durch schlechte Diäten runter. Durch die Nulldiät etc., weil der Körper denkt, er kriegt nichts mehr. Jetzt haben wir durch die Fettabsaugung einen einmaligen Effekt. Wir haben euren Stoffwechselbedarf nach oben geschossen. Das ist schon mal gut. Ja? Und jetzt wollen wir das aber auch nutzen. Wir wollen es nutzen, indem wir sagen, wir geben dem Körper über einen Zeitraum von 12, 14, besser 16 Stunden nichts zu essen. Und damit ist der Körper automatisch darauf angewiesen, diese Kalorien woanders zu generieren, diese Kalorien woanders zu decken, indem er die Fettreserven verbrät, die wir nicht abgesaugt haben. Natürlich saugen wir nicht alles an Fett ab, geht ja gar nicht, wäre auch viel zu gefährlich für euch. Aber es bleiben auch gewisse Fettreserven zurück, das sogenannte viszerale Fett, was wirklich im Bauch drin ist. Und dieses viszerale Fett ist zum Beispiel bei Männern besonders gefährlich, weil dieses viszerale Fett hat auch tatsächlich eine direkte Assoziation, also einen Link zum erhöhten Herzinfarktrisiko. Aber Frauen sind nicht besser dran. Viszerales Fett ist generell schlecht. Das sind so diese prallen, üppigen Bäuche, die kannst du absaugen und die werden trotzdem nicht schmaler. Die werden nach der Fettabsaugung nur schmaler, wenn ihr tatsächlich diesem Konzept folgt, des Intervallfastens, indem ihr tatsächlich nicht die Kalorien von außen deckt, indem ihr da irgendwann die Pizza reinschaufelt, sondern tatsächlich intervallfastet, also dass ihr 12, 14, 16 Stunden nichts esst und dann kann der Körper an diese Fettreserven ran. Aber warum geht der Körper gerade an diese Fettreserven dann heran? Dazu gibt es auch eine Antwort, die auch im Intervallfasten steckt. Deswegen ist die Kombi für uns als plastische Chirurgen so genial. Fettabsaugung und Intervallfasten, das funktioniert super. Das funktioniert super, weil dieser erhöhte Stoffwechselbedarf auf jeden Fall dazu führen wird, dass dort die Zellen ihre Energie einfordern. Das heißt, es muss Verbrennung stattfinden. Das war das Video, das den Link zwischen dem intermittierenden Fasten und der Fettabsaugung herstellen soll, damit ihr versteht, warum mir persönlich das besonders wichtig ist, dass wir das Ganze als gesamtheitliches Konzept betrachten und eben nicht nur die Fettabsaugung sehen, sondern eben auch den Ernährungsaspekt nutzen, und zwar so nutzen zu eurem Vorteil, damit ihr ein möglichst tolles und auch effektives Ergebnis habt. Ich hoffe, dass die Fragen, die ihr dazu hattet, alle geklärt sind. Ansonsten könnt ihr uns gerne in der Kommentarleiste eure Fragen hinterlassen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schreibt uns ruhig eure Meinung zu dem Video. Fandet ihr das Video gut? Was ist mit der Fettabsaugung? Ist das für euch tatsächlich ein Instrument, wo ihr sagt, ich nutze diese Fettabsaugung, um beispielsweise mit intermittierendem Fasten meinen ganzen Ernährungsstil und auch meinen Lifestyle zu ändern? Oder seid ihr eher so die lazy Typen, die sagen, ich möchte einfach nur eine Fettabsaugung und was der Typ da erzählt, ist mir eigentlich völlig egal. Mich interessiert eure Meinung, schreibt es in die Kommentarleiste hinein und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, Professor Dr. Sinis am Start, dein Plastic Surgery Coach.